Willkommen zu einem neuen Video im Bereich der Mathematik. Ich bespreche heute ein Beispiel zur Prozentrechnung, genauer zur Rabattrechnung. Und wenn wir uns die Angabe anschauen, dann finden wir folgenden Sachverhalt. Gegeben ist ein Fernseher mit einem neuen Preis, der beträgt 1596,64 Euro nach Abzug von 32% Rabatt. Und daraus ergeben sich zwei Fragestellungen, der ursprüngliche Preis und die Ersparnis. Sollte dir dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Ich habe zu diesem und anderen Themen noch sehr viele Videos bereits eingestellt und werde täglich neue einstellen. Doch nun zurück zu dieser Aufgabe. Immer wenn wir so eine Textangabe haben, ist es wichtig, die Daten aus diesem Text zu entnehmen und den entsprechenden Variablen zuzuordnen. Das führt uns zur Vorgangsweise. Wir bestimmen die Variablen und berechnen dann mittels einer Prozentrechnung oder Schlussrechnung den ursprünglichen Preis. Ich habe mich hier für die Prozentrechnung entschieden und in diesem Fall müssen wir die drei Variablen für die Formel der Prozentrechnung bestimmen. Und zwar haben wir hier gegeben den Prozentwert, den Prozentsatz und den Grundwert. Der Prozentwert ist der ermäßigte Preis in diesem Fall, also der Wert, der angegeben ist. Der Preis nach Abzug von dem Rabatt, der beträgt 1596,64 Euro und kann auch als der neue Preis bezeichnet werden. Und der Prozentwert ist nie 100%, sondern entweder mehr oder weniger wie 100%. Und das müssen wir jetzt beim zuständigen oder zum Prozentsatz, der dazugehört, bestimmen. Ausgehend immer von 100% müssen wir jetzt die 32% Ermäßigung berücksichtigen. Und wenn wir von 100% 32% abziehen, dann erhalten wir 68%. Und damit haben wir die wesentliche Aufgabenstellung bereits erfasst. Ich muss mir immer überlegen, der Geldbetrag, der hier steht, ist der 100% oder nicht. Und wenn es der ermäßigte Preis, der neue Preis ist, dann ist es nie der Preis mit 100%, sondern in diesem Fall entsprechen die 1596,64 Euro den 68%. Und das führt uns jetzt zur Fragestellung, der Grundwert, das ist der ursprüngliche Preis, den müssen wir hier berechnen. Und damit haben wir die Grundlage geschaffen, indem wir richtig zugeordnet haben, dass die 1596,64 Euro den Prozentwert entsprechen und der Grundwert die gesuchte Größe ist. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch in einer Formel anwenden. Der Grundwert wird berechnet, indem wir den Prozentwert mit 100 multiplizieren und durch den Prozentsatz dividieren. Und wenn wir das Ganze jetzt, also wenn wir hier die Variablen durch die Zahlen ersetzen, dann ersetzen wir den Prozentwert durch die 1596,64 Euro. Dann haben wir mal 100 und der Prozentsatz P ist 68. Wichtiger Hinweis hier, da der Grundwert ja höher sein muss, weil mit den Formeln ist es immer so eine Sache, die lernt man dann vielleicht auswendig und die Anwendung sollte man aber auch im Kopf haben, indem man so ein bisschen Hausverstand anwendet. Da der Grundwert ja höher sein muss, muss ich mit der größeren Zahl multiplizieren und mit der kleineren Zahl dividieren, sonst würde mir ein geringerer Betrag herauskommen. Wenn ich diese Aufgabenstellung 1596,64 mal 100 geteilt durch 68 mit dem Taschenrechner berechne, erhalte ich als Ergebnis 2348 Euro. Und damit habe ich den Grundwert berechnet und bereits die erste Lösung der Aufgabenstellung erzielt. Hier noch einmal in aller Kürze angewendet und das führt uns zum Antwortsatz. Der ursprüngliche Preis des Fernsehers betrug 2348 Euro. Und jetzt kommen wir noch zur zweiten Fragestellung und zwar zur Ersparnis. Die Ersparnis berechnen wir, indem wir vom ursprünglichen Preis, das ist der Preis, den wir jetzt gerade berechnet haben, mit den 2348 Euro den neuen Preis, das ist der Preis nach Abzug vom Rabatt, das sind die 1596,64 Euro abziehen und damit erhalte ich die Ersparnis und die beträgt 751,76
36 Euro. Auch diesen Sachverhalt kann ich noch einmal mit einem Antwortsatz ausformulieren. Die Ersparnis durch den Kauf betrug 751,36 Euro. Jetzt kommen wir noch zu einigen grundlegenden Überlegungen, und zwar hinsichtlich Rabatte ist das immer so eine tolle Sache, und wenn ein Rabatt angeboten wird, muss man dann unbedingt immer gleich kaufen. Ich glaube, die Gefahr ist groß, dass man, wenn eine Firma oder ein Unternehmen Rabatte anbietet, dann sind diese Rabatte meistens auf alte Geräte gerechnet. Das heißt, in ein paar Monaten kommen dann wahrscheinlich neue Geräte, und die Firma muss ja schauen, dass sie die alten Geräte noch wegbekommt, weil sobald die neuen da sind, bekommen sie natürlich für die alten Geräte noch weniger Geld. Also Rabatte sind immer ein zweischneidiges Schwert. Meistens bekommt man die Rabatte ja nur für ältere Geräte. Und daraus ergibt sich dann die zweite Fragestellung: Braucht man den Fernseher überhaupt? Also wie gesagt, man ist natürlich im ersten Moment, denkt man sich, so viel Rabatt, 32% oder noch mehr Rabatt, über 30% Rabatt, das muss ich unbedingt kaufen, aber in den meisten Fällen wird man den Fernseher gar nicht brauchen. Und meine Meinung ist dann vielleicht lieber länger sparen und dann ein neues Gerät kaufen. Und dann kommt noch dazu, dass der angegebene Grundpreis, aus dem sich dann der Rabatt angeblich berechnet, der kann ja mehrere Jahre bereits alt sein, weil wie gesagt, es sind ja dann eher ältere Geräte, die mit Rabatten versucht werden, auf den Markt zu verkaufen. Und das ist dann immer umschrieben mit dem Text unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, schreiben aber nicht dazu, dass die vielleicht schon 2 oder 3 Jahre lang her sein kann. Und daraus ergibt sich eine Grundregel, die jetzt vielleicht weniger mit Mathematik im engeren Sinne zu tun hat, aber Mathematik kann ja im schlimmsten Fall auch lebenspraktisch sein. Je höher der Rabatt, der angegeben ist, desto vorsichtiger sollte man Frau sein, weil, wie gesagt, oft handelt es sich um ältere Geräte, die gar nicht, also im Wert, auch im Hinblick dann auf die neuen Geräte, nicht als billiger anzusehen sind, weil die würden so oder so nicht mehr Geld bekommen, einfach aus dem Grund, weil die Geräte mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Das war eine Berechnung zu Rabatt, und zwar hinsichtlich der Berechnung des Grundwertes. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Bis bald hier wieder auf deinem Kanal.